Wir kamen gar nicht durch. So viel Wasser waren dran. Sie sehen auch an den Häusern drumherum. Bis anderthalb Meter Wasser tatsächlich. Da wird ein Mann vermisst, da unten. Nein, das ist ein leblos, Bruder. Ja, wir sind vor dem Haus gestanden und ich wohne oben am Berg und da ist das vom Berg runtergekommen, ungefähr so 40 cm hoch ist das am Berg gestanden. Und dann, das ist richtig, ja, wie Wellen hat sich das, ist das am Berg runtergekommen. Da bin ich jetzt gerade hergekommen, da haben sie ja gesagt, da wird ein Mann vermisst da unten, der hat noch die Feuerwehr scheinbar alarmiert, wer soll kommen, der wohnt in einer Kellerwohnung. Jetzt, ich weiß es nicht, die ist raufgetaucht. Ich weiß es jetzt wieder. Der sei im Keller runter, hat gesagt, er sei eingeschlossen im Keller mit Wasser. Und die Frau hat gerade erzählt, bei ihr nicht, die wohnt in dem Haus. Der Keller total voll. Feuerwehren wurden in Ellwang und an den umliegenden Feuerwehren alarmiert, weil ein punktuelles Hochwasser gemeldet worden ist. Nachdem die Pegel auch in der Leitstelle und mehrere Notrufe eingegangen sind, haben wir natürlich die Kräfte dann hier geballt vor Ort. Wir kamen gar nicht durch. Also das waren solche Fluten von Wasser, dass Einsatzkräfte weiträumig umfahren mussten, damit sie überhaupt in den Ort reinkamen. Teilweise sind auch Fahrzeuge stecken geblieben tatsächlich. Ich selber bin auch die Hälfte zu Fuß gegangen, also ich habe vorm Ort gewartet. Ebenso auch Frau Bürgermeisterin Brauchle, die dann von vornherein mit in die Lage eingebunden war, aber einfach nicht drüber konnte. Also so viel Wasser waren dran. Sie sehen auch an den Häusern drumherum, dass hier bis anderthalb Meter Wasser tatsächlich hier stoßweise auf den Straßen vorgefunden haben. Also es war so, dass relativ schnell klar war, die örtliche Feuerwehr war schon dabei, auch entsprechend die Personen aus den Häusern rauszuholen, haben dann entsprechend der Größe der Lage hier eine Einsatzleitung eingerichtet und haben entsprechende Einsatzabschnitte gebildet. Die Leute aus den Häusern rausbewegt und hatten auch leider eine Person, die wir in einem Keller vermutet haben, was sich leider nachher bestätigt hat. Nachdem wir vorerst nicht rankamen, mussten wir sehen, dass wir mit Sandsäcken entsprechend den Strom umleiten und dann, als das Wasser ein wenig zurückging, dann auch mit Pumpenleistungen tatsächlich einen gewissen Pegel nach unten abgepumpt bekommen, damit Taucher überhaupt vor Ort gehen könnten, weil das Wasser so hoch im Keller war, dass keiner rein und raus konnte. Und naja, im Trüben ist es auch gefährlich, mit diesen Strömungen für geschulte, ausgebildete Taucher überhaupt jemanden zu finden. Als dann entsprechend der Pegel etwas gesunken war, durch Pumpenleistung nur umlenken, wurde dann ein Suchtrupp der DLRG rein und war dann relativ bald fündig. Ja. Also wir haben rund 250 Einsatzkräfte, davon sind 29 Einsatzabteilungen von Feuerwehren dabei, also nicht nur eine Gemeinde, sondern mehrere Gemeinden, nur insgesamt 29 Einsatzabteilungen. Es sind auch DLRG mit dabei und auch der Rettungsdienst mit dabei. Mittlerweile haben wir auch die PSNV mit dabei, eine SEG war vor Ort, also schon einiges Aufgebot und was uns sehr viel geholfen hat, drei technische Züge des THW. Wir sind zur Menschenrettung alarmiert worden.
zur Wasserrettung. Am Anfang hat es geheißen, eine vermisste Person im Gebäude. Es war noch unklar, ob die Person drin ist, genau wie die Sachlage so ist. Beim Eintreffen musste man feststellen, dass man einen extrem hohen Pegelstand von über 1,80 gehabt hat ums Gebäude und konnte quasi am Anfang auch an das Gebäude nicht ran, aufgrund der starken Strömung. Dann zwischenzeitlich ein zweiter Einsatz dazu kriegt, eine Menschenrettung, Person im PKW. Da wurde im PKW über den Bach gespült. Wir haben versucht, zum PKW zu kommen, aber es war aufgrund der starken Strömung nicht möglich, den zu erreichen und seiner Lage da über der Bach war. Es wurden dann verschiedene Versuche gestartet, auf die andere Bachseite zu kommen, was am Anfang auch noch fehlgeschlagen ist. Währenddessen sank der Pegel in dem Bereich und die Person konnte gefahrlos quasi auf eigene Füße ans Ufer gelangen, auf der anderen Seite des Bachs, wo dann auch noch andere Einsatzkräfte gewartet haben und sie entgegengenommen haben. Wir sind dann zurück in den anderen Einsatzbereich. Langsam sank der Pegel, wir konnten ins Gebäude vorgangen, haben dann gemeinsam mit der Feuerwehr versucht, weiter das Wasser aus dem Gebäude rauszupumpen, um einen besseren Zugang zu erhalten. Und konnte dann leider während dem Taucheinsatz mit unserer Einsatzsuche nur noch Personen leblos bergen. Genau, die Strömungsritter haben wir quasi als Hilfspersonal eingesetzt gehabt während des Taucheinsatzes, sowie auch bei der Person, wo im PKW eingeschlossen war, haben wir versucht, schwimmerisch ranzukommen. War aber, wie gesagt, aufgrund der starken Strömung in dem Bereich nicht möglich, ohne dass man das eigene Leben in extremem Maße riskiert hätte. Weshalb wir dann versucht haben, vom anderen Weg ranzukommen. Zwischenzeitlich haben wir noch aus dem Bezirk Ravensburg, also in unserem benachbarten Bezirk, auch die DLRG dazu alarmiert, weil noch nicht absehbar war, ob noch weitere Lager dazukommen und wir einfach schon ziemlich weit ausgebucht waren. Wurde vorsorglich dazu alarmiert. Solche Hochwasserlage, ich sage mal, in den letzten Jahren häuft sich schon immer wieder. Wir haben dann die große Hochwasser vor ein paar Jahren ja gehabt, wo es auch Einsatzlage für uns gab. Alltäglich ist das natürlich nicht, muss man ganz klar aussagen. Es kommt jetzt nicht alle zwei Wochen vor, dass man so eine Hochwasserlage hat, aber wie gesagt, alle paar Jahre kommt es schon vor. Also erstmal war kein Rankommen ans Gebäude, weil der Pegelstand, wie gesagt, noch stark reißend und näher an 2 Meter oder über 1,80 war, war quasi gar kein Zugang erstmal zum Gebäude möglich. Und erst im Verlauf des Einsatzes mit aufhörendem Regen und sinkendem Pegel konnte man ins Gebäude überhaupt rankommen. Weil wir konnten es weder schwimmerisch noch mit Boote oder sowas erreichen. Es war dann zwischenzeitlich auch noch überlegt und schon angefragt, den Rettungshubschrauber zum Einsatz zu bringen, der quasi mit Nachtflug kommt, von der Riga, glaube ich sogar, die uns dann vielleicht sogar ins Gebäude fliegen sollen. Aber wie gesagt, zwischenzeitlich sank der Pegel dann auf einmal ziemlich schnell und dann war mal zumindest herankommen ans Gebäude möglich, Einsatztauche und dann das Auffinden der Person.
Also wir wurden mit 3 Einsatzgruppen vom Kreisverband Biebach aus alarmiert zur Einsatzstelle. Das ist einmal die Einsatzgruppe Rot an der Rot, Ochsenhausen und Erolzheim gewesen. Wir haben die Betreuung von den betroffenen Bewohnern vollzogen. Wir haben die Erstversorgung von den Einsatzkräften fort sichergestellt und haben im Nachgang dann noch Verpflegung für die ganzen Einsatzkräfte und die Bewohner organisiert, dass man da auch was drauf hat. Durch das, dass der Einsatz halt jetzt über längere Zeit umgelaufen ist. Wir haben noch ein paar Bewohner, die vermutlich heute Nacht nicht mehr in ihre Wohnungen können, die wir jetzt hier durchgehend betreuen und dann morgen eine Absprache mit der Feuerwehr, mit der Bürgermeisterin klären, ob man die in die Wohnungen zurücklassen können oder ob man da eine längere Betreuung ansetzen muss oder ob die irgendwie anders untergebracht werden können. Also wir waren insgesamt mit 4 Schnelleinsatzgruppen fort aus Riedlinger, aus Erolzheim, aus Rot an der Rot, Ochsenhausen, sowie der Rettungsdienst vom Landkreis Biebach mit den RTWs von Biberach, Erolzheim und Ochsenhausen und zum Einsatz zu unterstützen. Das DRK war mit einer Personenanzahl von ca. 65 Einsatzkräften hier fort. Schaffen lassen, die es können. Wir haben unheimlich gut zusammen geschafft, die Feuerwehr hier. Ich habe versucht, hier durchzukommen und was nicht so einfach ist, weil mein Wohnort ist über dem Elbach. Wir haben einfach geschaut mit dem Bauhof, dass die Pegel in Beobachtung sind, dass die Rückhaltebecken funktionieren, dass eben diese Wassermassen, die dann Richtung Rot und weiter im Rot verlaufen, ankommen, entsprechend auch gedrosselt werden können. Dass unsere Pegel gemessen werden und auch die Rückhaltebecken halten. Also Frau Freier als Ortsvorsteherin ist auch von Anfang an, sie wohnt hier vor Ort. Die werden jetzt die einfach nicht mehr in Wohnungen sind, wo man nachts bleiben kann, ist ja auch der Strom abgestellt worden, werden jetzt hier notdürftig untergebracht, sodass sie hier die Nacht verbringen können, die jetzt nicht bei Bekannten noch untergekommen sind. Und sodass sie einfach morgen wieder versorgt werden mit, ja, was man halt braucht, mit Essen etc. Das Rote Kreuz richtet jetzt gerade das Nachtlager ein, sind auch Kinder betroffen. Und dann versuchen wir die gut über die restlichen Stunden in der Nacht zu bekommen, sodass sie morgen dann hoffentlich noch am Ende des Tages zumindest mal in Teile wieder zurückkehren können in ihre Wohnungen, insbesondere wenn dann der Strom wieder angestellt ist. Auch das wird im Laufe des Tages geschehen. Also ich bin jetzt seit 5 Jahren hier Bürgermeisterin. Ich habe auch mit einem Elwanger hier gesprochen, der ist älter und hat gesagt, sowas hat er noch nie erlebt. Wir haben immer wieder natürlich durch verschiedene Gewässer Überschwemmungen. Auch im Frühjahr hatte man gewisse Überschwemmungen, aber doch eher im Außenbereich, Richtung Rot. Aber so im Dorfinneren, das ist schon ja, eine Katastrophe. Es ist einfach, die ganzen Fluten kamen. Ich kam dann auch von der Wurzacher Gemarkung her. Kam von jedem Acker, von jeder Wiese, kam das Wasser zusammen. Ich glaube, es hat unheimlich viel geregnet in kürzester Zeit. Das schlucken die Böden halt nicht mehr.
Also wir sind heute gegen 23.10 Uhr alarmiert worden zur Hochwasserlage. Es hieß zuerst zum Pumpen, dann wurden sofort auch Radlader und Radwagen vom THW angefordert. Diese Geräte sind in Biberach nicht vorhanden, sprich der Radwagen kommt aus Ulm und der Radlader kommt aus vom Ortsverband Friedrichshafen. Die Fahrzeuge sind inzwischen ja an der Einsatzstelle eingetroffen und werden dann jetzt noch zur Beräumung von Schäden an der Straße und so weiter hier im Ortskern benötigt, um einfach auch die für Infrastruktur wieder zu gewährleisten. Des Weiteren wurden hier Pumparbeiten durchgeführt durch unseren Ortsverband und Ausleuchtarbeiten. Es ist nichts Alltägliches, aber es ist eigentlich das Standardgeschäft vom THW. Das THW ist eine Bundesorganisation, wir werden ja bundesweit eingesetzt. Das heißt, wir waren schon in Magdeburg, in Frankfurt an der Oder und überall in Deutschland. Für uns ist das eigentlich die Kernkompetenz. Hochwasser und solche Sachen ist eine Kernkompetenz des THW. Wir sind momentan vom Ortsverband Biberach sind 25 Kräfte, vom Ortsverband Ulm sind 7 Kräfte und vom Ortsverband Friedrichshafen sind es auch 7 Kräfte. Ich habe das so erlebt, ich habe den Fernseher geguckt und habe das Blaulicht gesehen draußen. Und dann habe ich hinausgeschaut und wo ich hinausgucke, sehe ich, dass ums Haus rum schon ein ganzer See ist. Und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, komm schnell, wir kriegen Hochwasser. Dann sind wir in den Keller runter und wir haben schon einen Schutzwall da, wo das Wasser normal nicht reinkommen kann. Und dann habe ich da geguckt und da hat es auch noch gekippt. Und 2 Minuten später ist das über den Schutzwall gekommen, ins Haus rein. Wir mussten fluchtartig den Keller verlassen und meine Frau hat noch eine Katze gefangen und mit hochgenommen und dann konnte man aber schon nicht mehr rein. Nur der Bereich da dann und dann der Nachbar hat Wasser im Keller gehabt oder die ganze Nachbar hat Wasser gehabt, aber so extrem wie es hier war, war es jetzt niemand, weil hier der Durchlass an der Brücke zugemacht hat. Aber bis wir noch in Bagger da gehabt haben und das freimachen, ist schon der ganze Keller fast 2 Meter hoch unter Wasser gestanden. Aber komplett, das sind 180 Quadratmeter und da sind auch noch 11.000 Liter Heizöl und das pumpert sich jetzt gerade frei. Und, aber machen konnte niemand mehr was. Da waren 20 Feuerwehrleute da und 5 Fahrzeuge, die konnten nichts mehr retten. Der heißt Mühlbach und endet da vorne etwa 100 Meter weiter in die Umlach. Und das ist ein reißender Flussfahrer, aber das Hauptproblem war, die Brücke hat es hier nicht geschluckt. Beziehungsweise das ist nur so eine Wellblechdohle und die ist für den Bach, wenn so Hochwasser kommt, das Wasser kommt bis von Oberschwarzach, Unterschwarzach, Eckmannsried. Das ganze Einzugsgebiet kommt, wenn man so ein Hochwasser kommt hier an und das kleine Durchlässle kann das nämlich schlucken. Und dann kommt da ein Haufen Gras und Streicher und Zeug mit und Beim. Und dann hat es hier abgesperrt, da war nichts mehr zu machen. Bis wir nach dem Bagger da gehabt haben, wo etwas freigebracht hat, aber der hat gar nicht recht nachfahren können. Und Sie sehen jetzt, hat er schon die halbe Straße weggerissen. Wo es gekommen ist, war ich da unten. Dann wollten wir was verreden. Ich habe mit meiner Frau zusammen noch so Decken und so Zeug da wollen.
aber keine Scherben mehr gekriegt. Und dann habe ich das Wasser da reingedreht. Das ist dann, das geht ums ganze Haus rum. Überall ist da Wasser reingekommen. Da unten ist eine komplette Einliegerwohnung. Ganze Biegelzeug, ganze Heizraum mit Pufferspeicher, mit Holzheizung, Ölheizung. Und ich habe 11/14, wo es eben noch billiger war, und ich noch 11.000 Liter Holz hineingelegt. Und da passt das die Feuerwehr auf, dass das nicht auslaugt. Ja, im Prinzip war es ein sehr großes Unwetter mit Regen. Starkregenereignis. Wir sind alarmiert worden, zuerst mal gar nicht von der Leitstelle, sondern wir haben Bescheid gekriegt privat über Handys, dass ein Keller vollgelaufen ist, sind dann dorthin ausgerückt und prompt waren wir da fertig, sind wir von der Leitstelle informiert worden, dass hier in Ampfelbrunn ein Baum über die Straße war. Stimmt aber nicht, das war letztendlich eine Flutwelle. Das Wasser war ca. 30 cm über der Straße. Normal ist das ein kleines Bächle. Zufluss von der Umlach in der nächste kleiner Bach. Und jetzt sehen wir hier einen See, der ist schätzungsweise wie groß? Ich wäre schätze riesig groß. Also ist eigentlich eine Wiese normalerweise, die ist jetzt voll mit Schlammwasser. Die Straße, als wir durchkamen, war sie noch passierbar. Wir haben dann hier Anwohner vorgefunden, die von vollgelaufenen Keller berichtet haben. Und dann war das nächste Feuerwehrauto, wo kam, das hat dann mitgeholfen. Und dann haben wir jemanden gesucht, der einen Bagger hat und haben den engagiert, der dann an der Straße da was freigemacht hat, damit das Wasser besser abfließen kann. Also wir waren hier in der Ortschaft Mühlhausen unterwegs, das ist ein Teilort von Eberhardzell. Das ist im Prinzip ein ganz kleines Schnipsel, wenn man so im Funk gehört hat, ist das eher ein Großschadensereignis. Das war eher im Osten vom Landkreis, bei Ellwanger war so... Das größte, ja.